Wie fällt die Maisernte aus? Das Wetter war für den Mais dieses Jahr optimal. Er ist super gewachsen, aber wie man das hier sehen kann, ich habe ein bisschen Glück gehabt auf diesem Feld, ist nicht ganz so eine große Schneise, aber der Wind Anfang, Mitte September, der war doch schon sehr massiv und an dieser Stelle kann man sehen, wie der Wind da so durchgefegt hat, hatte doch recht viel Mais an den Boden gedrückt. Und wir werden gleich mal gucken müssen, ob der Mais, ob der Mähdrescher den Mais auch alles aufnehmen kann mit dem Pflücker. Weil das ist nämlich häufig das Problem, dass er die Pflanzen dann zu hoch abschneidet und dann quasi die ganze Pflanze und auch der Kolben dann auf dem Feld liegen bleibt. Wobei diese Sorte mit, ich denke mal, das sind so 2,5, vielleicht knappe 3 Meter, das ist schon ein sehr guter Mais, auch für die Rinderernährung. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Mais häckselt, dann nimmt man ja die gesamte Pflanze, dann braucht es natürlich auch ein bisschen Masse. Der Kolben ist auch nicht schlecht entwickelt. Das ist jetzt noch nicht mal der dickste Kolben, dieser ist noch ein bisschen größer, aber wenn ich jetzt will auch nicht prahlen. Also die Kolben sind auch recht gut voll besetzt. Wie genau funktioniert das Ernten? Der Mähdrescher, der fährt mit so großen Keilen quasi durch die Reihen und zwischen den Keilen wird der Raum immer enger, wo dann die Stängel auf den Pflücker laufen. Der Pflücker, der packt dann quasi die Pflanze. Die läuft dann zwischen zwei so schmalen Blechen durch und unten drunter sind dann Walzen, die den Mais nach unten hinreißen. Und von unten an dem Pflücker ist dann ein, wie am Rasenmäher, quasi so ein Häcksler, so ein Messer, die dann rundflitzen und die den Mais dann in kurze kleine Stücke zerschlagen. Diese Walzen ziehen die Pflanzen nach unten hin und das ist wie so ein Rasenmäher, der schreddert dann die Pflanze kaputt. Und weil das hier enger wird, da passt der Kolben nicht durch, da springt der Kolben nach oben hin. Wenn man mitfährt, dann kann man das sehen, wie der Kolben immer so hochfliegt. Und wofür wird der Mais verwendet? Das gibt einmal die Nutzung als Silomais, also sprich, da wird die ganze Pflanze verwendet, von oben bis unten hin. Da wird in kleine Stücke zerschlagen, gehäckselt und die Körner werden halt auch angeschlagen, damit die Rinder das verwerten können im Pansen. Also eine Kuh kaut eigentlich keine Körner, deswegen muss der Häcksler das vorverdauen, hätte ich jetzt fast gesagt, also vorkauen. Dann wird das einsiliert und dann können die Rinder das fressen und machen daraus Milch oder Fleisch. Oder halt als Silomais wird es auch noch in der Biogasanlage verwertet. Das ist ja jetzt seit Inkrafttreten des EEG auch eine sehr, sehr lukrative Nutzung. Und wir nutzen das auf unserem Hof eigentlich als Schweinefutter. Mais ist eigentlich eine sehr faszinierende Pflanze, weil die mordseffizient ist. Man braucht sehr, sehr wenig Pflanzenschutzmittel. Also im Vergleich zu anderen Pflanzen ist das wirklich sehr, sehr wenig. Worauf wird beim Verkauf geachtet? Der Landhandel würde dieses Jahr ungern mitbezahlen wollen. Das heißt, die nehmen eine Stichprobe von jedem Wagen, den man hinbringt, sieben diese Sachen runter und dann wird dann, also das ist jetzt der Besatz, und dann wird der Besatz nachher wieder abgezogen. Also eine hohe Qualität, wenn ich eine hohe Qualität liefern will, dann muss der Mähdrescher mir möglichst wenig Besatz liefern. Er ist so nicht lagerfähig, weil er so zu nass ist, er würde sofort schimmeln. Er würde sogar warm werden, gären und dann ginge das Lager hoch, sagt man so schön im Umgangston. Ja, also müssen wir den halt trocknen lassen und das kostet den Landwirten dann wieder Geld. Ist das eigentlich dein Mähdrescher? Nee, das ist nicht mein Mähdrescher. Also so ein Mähdrescher, der kostet Unmengen an Geld. Also das ist schon sechsstellig. Also man kann da von einem etwas größeren Familienhaus plus Grundstück ausgehen, was der Mähdrescher kostet. Und ich kann den halt nicht auslasten. Wir brauchen Mähdrescher zwei, dieses Jahr ist es ein bisschen komplizierter wegen der feuchten Witterung, aber 2 bis 4 Tage im Jahr. Und das läuft dann so, dass man einen Lohnunternehmer, also sprich einen Dienstleister anruft, dass halt er quasi die Arbeit übernehmen kann, dass wir uns dann voll und ganz auf das, quasi das Abfahren des Maises konzentrieren können. Und er ist halt auch Profi, der weiß genau, wie die Maschine funktioniert und so weiter. Das ist alles, das ist ein bisschen zu viel für einen Landwirt.